SBT Section, it's Shisha Time. Servus, liebe Shisha-Freunde, B2B von den Shisha-Warentestern begrüßt euch zu einem neuen Video. Ach, und jetzt hat sich gerade der Wasserkocher gemeldet. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. Denn was darf bei einer leckeren Shisha nicht fehlen? Natürlich ein abartig leckerer Tee. Und den mache ich mir jetzt, Freunde. Bis das Video zu Ende ist, denke ich, würde auch gut durchgezogen sein. Und dann gibt es natürlich wieder eine leckere Fruchtexplosion. Dieses Mal habe ich mir von Gaiwan tatsächlich mal eine andere Sorte angeschaut. Und es ist in dem Fall jetzt Tropical Dream. Ein richtig, richtig leckerer Tabak, wollte ich schon sagen, Tee, den ihr euch gerne mal näher anschauen könnt, ist unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Aber darum geht es heute nicht. Der Lauch unter den Leuchen hat was Neues für euch vorzustellen, Freunde. Und zwar eine aktuelle oder neuere Videoreihe eigentlich für euch, Freunde. Und zwar, ich habe mir gedacht, es kommen doch so viele neue Tabaksorten Woche für Woche, Tag für Tag, Monat für Monat raus. Da könnte ich mir doch einfach so meinen absoluten Favoriten, den ich in der Zeit einfach kennengelernt habe. Es muss nicht die aktuellste Sorte sein, sondern einfach die ich da in dem Monat zum allerersten Mal geraucht habe und auch feier. Den kann ich ja dann auch in einem extra Video vorstellen. Und deswegen gibt es für euch quasi eine neue Tabak-Videoreihe, die sich da nennt Der beste Tabak 2019 und dann eben in dem Fall Monat Januar. Und da zeige ich euch, welcher Tabak mich denn im Monat Januar so richtig umgehauen hat. Und in dem Fall ist es der Ocolomb Cranberry. Zu dem kommen wir nämlich heute, Freunde. Den gibt es heute zum Probieren. Hier einmal Ocolomb Cranberry, wie ihr sehen könnt. So sieht das Ganze aus. Von True Passion ist das Ganze. Und ich habe auch ein bisschen Tabak mal auf den Teller gelegt. Und so sieht der Schnitt aus. Geht vollkommen klar. Normaler Schnitt, leicht fein auch, nicht zu grob, ganz minimale Äste, die man aber auch ohne weiteres im Kopfbau weiterhin verwenden kann. Und gebaut habe ich das Ganze heute in der wunderschönen VUCA Shisha, im besten Setup der Welt natürlich, dreiviertel voll gemacht, im Saphir Squeeze Number 9. Zwei One Nation Kohlen sind drin und die Smokebox ist zu. Ja, und dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze noch einfach mal und dann kommen wir auch da gleich direkt mal zum Geruch, Freunde. Ja, jeder, der True Passion kennt, der weiß, True Passion hat in letzter Zeit immer mal wieder ein bisschen Produktionsschwankungen gehabt. Man hat ihn geraucht, er hat direkt gedrückt und gekratzt, man konnte ihn nicht rauchen. Dieses Problem hatte ich auch. Was konnte man dagegen tun? Neutrales Glycerin kaufen. Ich sage jetzt mal so 10-15 Milliliter auf den Tabak draufgeben, zwei Tage lang ziehen lassen, regelmäßig umrühren und dann ging er wieder klar. Die aktuelle Charge, die ich jetzt hier habe, ich weiß gar nicht, steht da was drauf? Ja, 4195 steht jetzt unten dran. Weiß nicht, ob das was mit der Charge zu tun hat, ich schätze mal. Und die geht auf jeden Fall Vollgas klar, da muss man nichts mehr machen, der ist rauchfertig, drückt nicht, kratzt nicht, läuft butterweich. Und riechen tut das Ganze, ja, Ocolomb-typisch, also dieses Molokko-Erfrischungsgetränk. Schön erfrischend, schön zitruslastisch. Die Holunder kennt man vom Molokko, ist da mit dabei. Aber ich finde auch diese bärige Note, diese Cranberry ist da mit dabei, die ein bisschen süß eben noch sein soll. Aber nicht zu süß, so eine Cranberry ist ja nicht gerade eine wirklich süße Beerenfrucht, sondern geht schon auch wieder ins Säuerliche. Von daher bin ich gespannt, wie sich das Ganze jetzt dann gleich geschmacklich so entwickeln wird. Wir werden uns das Ganze jetzt dann gleich mal genauer während dem Rauchen anschauen. Und der Sound von der Shisha, Freunde, der ist einfach nur pornös geil. Blubbert einfach wie so ein alter Oldtimer-Motor. Geil. Und geschmacklich ebenfalls geil, Freunde, deswegen ist er ja auch
der beste Tabak 2019 im Januar für mich. Hat mich sowas von umgehauen, weil er einfach nur geil ist. Die typische Okolom-Note ist da natürlich auch wieder dabei, da wurde im Prinzip nichts dran verändert. Aber man schmeckt halt einfach diese bärige, leicht säuerliche Note noch mit raus. Und das verleiht dem Tabak einfach so eine perfekte Note. Also der Tabak ist wirklich perfekt, ich würde da nichts mehr dran ändern. Er hat eine leichte frische Note mit dabei, er hat aber auch, wie gesagt, diese typische Molokko-Note mit drinnen, mit dieser Zitrone, Limette, mit diesem Holunder eben mit drinnen, aber dann auch diese Cranberry eben, die so leicht süß, aber doch säuerlich auch mitschwingt, was natürlich die Zitrone und die Limette auch viel ausmacht. Und das in Kombination, Freunde, ist ein Vollgasbrett. Also definitives, richtiges, geiles Brett. Geschmacklich ist das Ganze einfach nur geil. Kann ich wirklich jedem nur weiterempfehlen, der was Erfrischendes haben möchte, aber auch eine Bärennote mit dabei sein soll. Also da macht man definitiv nichts falsch und ich kann auch beruhigt sagen, die Charge ist super. Da müsst ihr nichts mehr machen, ihr könnt den Deckel aufmachen, könnt umrühren und direkt einen Kopf bauen, Freunde. Genau so muss es sein, genauso stelle ich mir das vor, einfach nur perfekt. Und ja, da fehlt dann eigentlich nur noch ein leckerer Tee, den ich mir jetzt noch gönne, Freunde. Und dann steht dem perfekten Shisha-Tag, Shisha-Abend einfach nichts mehr im Wege. Von daher einfach schmecken lassen. Geil, Freunde. Ja, und dann hätten wir eigentlich schon die wichtigsten Informationen zu dem Tabak. Preislich 200 Gramm 16,90, True Passion, typisch. Und dann fehlt eigentlich zum Schluss nur noch die Pro- und Kontraliste. Da hätten wir bei Pro den Schnitt sowie die Feuchtigkeit. Das Mischungsverhältnis geht ebenfalls klar. Der Geschmack sehr hervorzuheben auf jeden Fall. Die Intensität, die Rauchentwicklung, was natürlich auch Setup-abhängig ist, aber SWT-Setup regelt natürlich. Und der Preis 16,90 €, ihr wisst es, das ist meine Schmerzgrenze, von daher gibt es nichts bei Neutral und nichts bei Contra. Der Tabak geht so, wie er ist, klar und zu Recht der Tabak im Monat Januar für mich. Ja, Freunde, wie findet ihr den Tabak? Schreibt es einfach mal rein in die Kommentare. Wie steht ihr zu True Passion? Habt ihr auch mal Probleme gehabt mit den Chargen? Wie sieht es jetzt aus? Habt ihr euch mal wieder rangetraut? Einfach mal eure Meinungen reinschreiben, auch gerne zu der Sorte direkt, falls ihr sie schon probiert habt. Und gibt es vielleicht nochmal was Geiles, was ich probieren sollte, was für euch vielleicht der absolute Lieblingstabak im Januar jetzt ist? Einfach mal Bescheid geben. Und dann, Freunde, sieht man sich auch beim nächsten Mal wieder. Wenn euch dieses T-Shirt Lauch Sidon, sei ein Lauch, Trag Lauch Sidon gefällt, checkt einfach den zweiten Link unten in der Videobeschreibung ab. Dort geht's zum Merch-Shop, dort gibt's das Lauch Sidon-Shirt zum Beispiel und vieles mehr natürlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es definitiv mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach unten. Abonnieren könnt ihr direkt hier beim Lauch. Zum letzten Video geht's hier bei der VUCA und in der Mitte geht's zum Shisha World Partner Shop-Link. Dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal und Servus!